den Part auch beenden. Oh, und was ist das? Eine Cutscene. Oh, da ich auch weit traurig. Du hast meine Bestzeit übertroffen. Du hast bewiesen, dass du würdig bist. Einer der... Na, ich kann zu langsam lesen. Meinen! Ausrufezeichen. Ihr habt's besser und schneller gelesen als ich. Ja, und anscheinend haben wir das jetzt auch alles geschafft. Machen wir nochmal... Machen wir einen Vroni-Klon? Nee, wir müssen die entehren. Hier, kriegt so ein Teil auf den Kopf. Und komische Kleidung. Ja, damit muss ich allerdings auch schon sagen, wir sind durch. Es ist eigentlich jetzt nur noch... Vroni lost. Haha. Und braucht natürlich... Ja, genau. Perfekt. Ah, und der letzte Bausatz von Vroni Vault. Und dann bauen wir uns eben noch das kleine Viech zusammen. Ah. Was hat die denn alles für interessante Sachen? Übrigens, damit ihr wisst, da das hier jetzt alles auch schon zu Ende ist mit Let's Play Lego Racers 1, habe ich mir schon mal vorgenommen, beziehungsweise ich habe es schon getan, es ist alles schon festgehalten, das LP zu Lego Racers 2 wird direkt danach folgen. Aber wie, was machen wir denn jetzt hier? Ach, ich habe so lange Zeit hier gerade nichts mehr gemacht. Das kommt dahin. Ja, dann machen wir Laternen. Eine Laterne. Zwei Laternen. Völlig ohne Sinn und Verstand. Genau wie das hier. Das setzen wir einfach mal aus Jux und Dollerei dorthin. Kann ja eh keine Sau mehr gebrauchen. Hier an die Seite auch noch. Und ich muss euch jetzt schon mal vorwarnen, das Bausystem von Lego Racers 1 werde ich sehr, sehr, sehr vermissen. Ja, das Bausystem hat sich bei Lego Racers 2 geändert und das werdet ihr leider auch noch früh genug feststellen und ihr werdet noch mitkriegen, wie ich es einfach nur hassen werde. Ja, dann würde ich das mal eben ein. Mist. Ach, egal. Genau, dann machen wir hier noch Flaggen hin. Dafür, dass wir das alles abgeschlossen haben oder auch nicht, weil wir halt einfach nicht können. Ja, so ein Mist. Zu fett. Was mache ich denn jetzt mit dem Rest? Nein. Nee, nee, das nicht. Kann ich da farbigen Block drauf tun? Ja, ich brauche irgend so ein Einerteil. Das geht auch nicht, das blockiert dann die Räder. Vroni, was hast denn du für scheiß Bausätze hier? Das ist, Kotze. Kann ich so jetzt direkt mal etwas hinter dich platzieren? Na, das geht da direkt drauf. Nö. Dann belassen wir es dabei. Ja. Die wütende Vroni. Vroni lost. Und zum Abschluss. Wo ist das denn jetzt nochmal? Testfahrt, genau. So, ich weiß gerade zeitlich überhaupt nicht, wie es aussieht, aber das hier ist unser letzter Wagen von Let's Play Lego Racers. Das wird quasi der Abspann dieses LPs sein und damit bin ich auch mit meinem allerersten LP durch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich habe gerade vergessen, dass ich den Power Slide hier auf einen anderen Knopf gelegt habe. Ja, ich habe den Power Slide eigentlich genau dann geändert, als es mir überhaupt nichts mehr wirklich gebracht hat. Hey, aber was mir gerade auffällt, wieso muss ich denn überhaupt kein Zeitrennen... wieso muss ich überhaupt kein Zeitrennen machen bei, auf Rocket Racers eigener Strecke. Entweder habe ich da etwas nicht mitbekommen. Oh, ja, keine Ahnung. Wenn ihr irgendetwas dazu wisst,
Also ich würde diese Herausforderung gegen Vronivolt gerne annehmen. Dann würde ich das natürlich auch nochmal LP aufnehmen, so als kleines Credits, als kleiner Bonus, als Goodie, als was weiß ich nicht was. Hauptsache, wir kriegen hier wirklich 100% alles durch. Yeah! Genau, wir schießen einfach mal alle Leute ab, die hier einfach nur doof zugucken. Die sind total auf resampled, egal. So, ja, keine Ahnung, was ich gerade sagen soll. Außer, dass ich mit dem LP durch bin. Tada! Genau, hier mache ich das nochmal eben, eine kleine Show. Womit haben wir angefangen? Wir haben mit unserem Zauberer Magicka angefangen. Ja, der freut sich auch immer noch. Was für ein kleines Bratzenauto. Dann haben wir unseren Panzer mit Fraps Sucks. Oh ja, ich erinnere mich immer noch gerne dran. Mittlerweile habe ich Fraps gebändigt. Eine Warteschleife, ja, womit war das nochmal? Das war, glaube ich, irgendwas mit YouTube. Ich weiß es nicht mehr. Zombie-Tank aus der Laune heraus. Nee, ein krankes Gesicht. Ja, so muss das sein. Sehr schön. Das Ari-LP, natürlich. Arinori, das Schwarze. Und Vroni Lost. Ja. Ist das so, keine Ahnung, Indianer-Schmuck und so. Hier mit tollem Indianerhütchen, mit neongrünem Licht auf dem Kopf. Ja, und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Lego Racers 2. Denn dieses LP findet nun sein Ende. Tschö.